Danke, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Bundesminister, ich beziehe mich ebenfalls auf die Novelle zum Gesetz 2016, Vermessungsgesetz. Und wie gesagt, ja, es ist unstrittig, es ist eine höchst notwendige Sache. Man muss sich vorstellen, historisch gewachsen gibt es seit 1817 die Vermessungstätigkeiten unter Kataster in Form von Grundsteuerkataster. Und das hat sich unverändert bis 1968 fortgesetzt. Seit 1968 haben wir erst den Grenzkataster, und seit diesem gibt es auch eigentlich die Rechtssicherheit über Grund und Boden. Der Unterschied und die Umwandlung funktioniert aus dem Grund so schwer, weil bei dem System Altkataster gilt der Naturstand vor der Mappe, also vor dem Kataster, und erst seit 1968 gilt die Papierform, also die digitale Mappe, vor dem Naturstand. Und man muss sich vorstellen, das ist dann noch verfeinert worden 1993 mit einer Abweichung von 15 cm. Seit 2010 messen wir mit 5 cm Genauigkeit, und diese Systeme stehen sich vice versa sozusagen. Und die Überführungen von einer großen Toleranz und einer Rechtsunsicherheit, ob jetzt der Naturstand zählt oder ob die Katastermappe zählt, führt dazu, dass diese Verfahren grundsätzlich problematisch sind. Der Einwand eines Grundeigentümers mit dem neuen Grenzverlauf führt dazu, dass nicht umgewidmet werden kann, beziehungsweise dass nicht im Grenzkataster die Teilung stattfinden kann. Die neue Novelle regelt das in einer sehr eindrucksvollen Art und Weise. Es werden alle gleichberechtigt. Man wird, wenn es einen Einwand gibt, nur mit dem, der einwendet, beim Vermessungsamt vorgeladen. Das Vermessungsamt gibt eine Frist von 6 Wochen, wird nicht beeinsprucht, dann wird automatisch umgewandelt. Es ist aus dem Grund so wichtig, wir haben derzeit seit 1968 im rechtssicheren Bereich nur 12% aller Grundstücke. Die anderen Vorteile hat der Vorredner schon angesprochen: schnellere Verfahrensabwicklung bei Grenzwiederherstellung von 2 Jahren auf 1 Jahr, dann bei Hangrutschungen ein Vermerk vom Vermessungsamt, sodass die Vermesser wissen, hier gibt es einen Vermerk, und dann zählt auch der Naturstand, sodass niemand benachteiligt wird, bis das berichtigt ist. Und ja, alles in allem eine gute Sache. Glück auf. Lob für das neue Vermessungsgesetz kommt von Thomas Schellenbacher von der FPÖ als nächste Rede.